wir mit dem Review zu Kevin Smiths Red State beginnen können, müssen wir meiner Meinung nach ein kleines bisschen Backstory aus dem Weg räumen. Der Film basiert lose auf der Geschichte von Fred Phelps und seiner Westboro Baptist Church. Allerdings hat Kevin Smith in einem Interview gesagt, dass der von Michael Parks gespielte Priester nicht wirklich exakt Fred Phelps sein soll. Trotzdem haben die Ähnlichkeiten zu ihm und zur Kirche scheinbar gereicht, dass Mitglieder eben dieser Kirche bei der Premiere des Films beim Sundance Film Festival protestiert haben. Außerdem gibt's noch eine Geschichte aus Texas, die Waco Siege, bei der Mitglieder der ATF eine Sekte 50 Tage lang belagert haben, weil die angeblich gegen Waffengesetze verstoßen haben. Vermischt man diese beiden Geschichten, hat man so in etwa den grundlegenden Plot von Red State. Zwei Drittel davon, auf den Rest kommen wir gleich zu sprechen. Aber eines ist noch interessant, am Cover des Films wird von einer großen Kontroverse erzählt und dass das quasi der Film von Kevin Smith ist, der für die meisten Diskussionen gesorgt hat und so weiter. Ja, aber nicht so ganz wegen dem, was man vielleicht glauben mag, wenn man das Ganze auf dem Backcover einer Blu-ray liest. Ein Großteil der Kontroverse rund um den Film geht nämlich darauf zurück, dass sich Kevin Smith nach Vorbild von Mel Gibsons Die Passion Christi dazu entschlossen hat, den Film nicht über einen Vertrieb, sondern im Selbstvertrieb zu vertreiben. Was natürlich einigen der Geldgeber nicht wahnsinnig gut gefallen hat und mehr oder weniger eine Kontroverse war geboren. Klang am Anfang spannender als jetzt, oder? Gut, beginnen wir einmal mit dem Film und damit auch mit dem fehlenden Drittel der Story. Wir beginnen nämlich mit einigen Kids, die auf der Suche nach Sex sind. Und wer jetzt an Hostel denken muss, wirklich. Ja, wir beginnen also mehr oder weniger mit diesen Hostel-Charakteren, die aber zugegebenermaßen wesentlich sympathischer rüberkommen als in Hostel und außerdem auch nicht so viel Screentime bekommen, um ihr unsympathisches Äußeres nach außen zu tragen. Die sind auf der Suche nach Sex, finden im Internet irgendein Angebot von irgendjemandem, der mit jedem schlafen möchte, also ja, sie fahren auf jeden Fall dorthin zu diesem Trailer, trinken dort ein Bier. Das Bier war natürlich mit irgendeinem Mittelchen versetzt, wo ich mich frage, wie die Dame das gemacht hat, weil sie hat die Bierflaschen vor den Kids aufgemacht und offensichtlich nichts reingehauen. Aber egal, die Kids werden ausgenockt, wachen dann in dieser Kirche in einem Käfig wieder auf und schon beginnt Michael Parks mit seiner Rede, mit seiner Vortrag, der gefühlte 60 Minuten lang dauert und mit der Handlung des Films überhaupt nichts zu tun hat und mich für einen kleinen Teil daran erinnert, wie in Kill Bill 2, hey, du kommst, um mich umzubringen, reden wir mal eine Viertelstunde über Superman. Na, in Wirklichkeit dient dieser Teil des Films dazu, dass Michael Parks Charakter einerseits seinen Hintergrund, den Hintergrund der Geschichte, die ganze Sache mit der homophoben, antisemitischen und so weiter Tendenz dieser fiktiven Kirche aus dem Film darzustellen, übrigens vorher grandios subtil gemacht vom Meister des subtilen Humors Kevin Smith, wie die Kids nämlich in der Schule sitzen und einer irgendwie erwähnt, dass die Leute von dieser Kirche demonstriert haben und die Lehrerin einfach dann anfängt, mehr oder weniger das 101 der Kirchen-Backstory zu erklären. Mit natürlich der Aussage, die man von Lehrern jedes Mal erwarten würde, these guys are Nackenfatz. Ja, Kevin Smith, wahnsinnig, wahnsinnig subtil. Anyways, wir befinden uns wieder in der Kirche und bin ich eigentlich der Einzige, dem das auffällt und der sich darüber wundert, aber wenn man genau hinschaut bei diesem Publikum in der Kirche, gibt's einen Charakter, der meiner Meinung nach Mel Gibson mehr als nur ähnlich schaut. Und ganz ehrlich, Kevin Smith, wenn das nicht zufällig ist, ja, ernst gemeint. Auf jeden Fall, diese Kids sollen dann mehr oder weniger für ihre ja, Verbrechen gegen die ja, auf jeden Fall von dieser Kirche umgebracht werden. Und der ganze Hostel-Teil des Films geht eigentlich noch dahingehend weiter, dass es dann eine recht längere Verfolgungsjagd durch die unterirdischen Gewölbe unter dieser Kirche in diesem Areal gibt, dass sich die Leute versuchen zur Wehr setzen. Zwar wenn es vom Look her meiner Meinung nach ein kleines bisschen eher in Richtung Invitation Only geht, aber ganz ehrlich, Invitation Only geht ein großes bisschen mehr in Richtung Hostel.
Dann haben wir mehr oder weniger diesen ersten Teil der Geschichte abgehackt. Und meiner Meinung nach war das so ziemlich der uninteressanteste Teil von Red State. Einerseits, weil diese Kids nicht so wahnsinnig sympathisch rüberkommen und nicht so wahnsinnig interessant charakterisiert werden. Weil, ich meine, ganz ehrlich, junge Charaktere, die auf der Suche nach Sex in die Fänge von irgendwelchen Fängen, von Killern oder sonst irgendwelchen Leuten kommen... haben wir mittlerweile wahrscheinlich schon 4 Millionen Mal gesehen. Aber was jetzt dann kommt, abgesehen davon, dass Michael Parks Rede wirklich großartig dargeboten war, wir lernen John Goodman kennen. Ja, John Goodman ist in dem Film in einer ernsten Rolle. Er arbeitet bei der ATF und wird eben gerufen zu dieser Kirche, weil dort Schüsse gehört wurden, weil ein Polizist erschossen wurde und weil sie eben glauben, dass diese Kirche gegen Waffengesetze verstößt. Also Job für die ATF. Es kommt dann zu einer wirklich langen Schießereiszene, die meiner Meinung nach hervorragend inszeniert ist. Teilweise vielleicht vom Filmschnitt her noch ein kleines bisschen verfeinert hätte werden können, teilweise, aber die prinzipiell durchaus überzeugend ist. Und wir haben jetzt ein mehr oder weniger ein Duell zwischen Michael Parks und John Goodman. Und das sind meiner Meinung nach mit Abstand die besten Schauspieler in dem ganzen Film, die ihre Rollen, abgesehen von Michael Parks Frau, die auch komplett fantastisch spielt, die wirklich ihre Charaktere sehr, sehr überzeugend rüberbringen, die ihre Rollen einfach nur großartig darbieten. Kevin Pollak ist in dem Film für gefühlte 20 Sekunden und Kevin Smith hat es einfach geschafft, abgesehen von den vielen bekannten Namen, die in dem Film zu sehen ist, auch prinzipiell wirklich gute Schauspieler zu finden. In diesem nächsten Teil des Films, und ich versuche es ehrlich gesagt, das mit so wenig Spoilern wie möglich zu verraten, ist es dann zu einem gewissen Teil so, dass nicht ganz klar ist, wer soll eigentlich der Böse sein? Ob Kevin Smith jetzt quasi eigentlich nur sein Statement zum Thema religiöser Fanatismus und Terrorismus abgeben möchte oder ob er möglicherweise auch gleich noch zu einem Rundumschlag ausholt und die ATF und die ganzen Regierungsbehörden mitnimmt. Weil ganz ehrlich, die Handlungen, die die ATF in dem Film setzt, ja, sind irgendwie auch wirklich schwerst bedenklich. Und gerade dadurch, gerade durch solche Twists und durch solche Wendungen, die übrigens auch John Goodman am Anfang waren, nicht wirklich gut verdaut, schafft der Film meiner Meinung nach immer dynamisch zu bleiben, weil das am Anfang ein wirklicher WTF-Moment ist, wo man sich denkt, das habe ich jetzt nicht gehört, also das gibt's irgendwie nicht, ja. Und dann im weiteren Verlauf des Films wird das Ganze einfach immer ernster und die Lage der einzelnen Charaktere wird mehr oder weniger immer verzweifelter und spätestens wenn dann diese Schießerei zwischen Sekte und ATF in vollem Gang ist, ist der Teil gekommen, wo wir diese Hostel Kids schon mehr oder weniger vergessen haben. Und wo wir eigentlich nur wissen, die sollen nur der Aufhänger der Geschichte sein. Was jetzt meiner Meinung nach nicht wirklich für Kevin Smith und seine Drehbuchschreibkunst spricht, weil das mehr oder weniger der heutzutage im Zeitalter des Torture Porn wirklich der klassische 0815 Aufhänger ist, junge Leute auf der Suche nach Sex werden von was weiß ich was für Geisteskranken oder Fanatischen oder sonst was Leuten gefangen genommen und gedroht, gefoltert oder umgebracht zu werden. Das ist wirklich so 0815, dass man es aus der Feder von Kevin Smith meiner Meinung nach schon fast irgendwie als Satire an sich verstehen könnte. Wobei Red State zwar in ein paar Momenten ganz kurz etwas Humor durchschimmern lässt, aber auf keinen Fall im Kevin Smiths normalen Sinn für Humor wirklich verarbeitet. Ein paar kleine Szenen laden zum Schmunzeln ein, aber wie Kevin Smith am vor Veröffentlichung des Films dezidiert gesagt hat, es wird keinen Fäkalhumor geben, wo ich mir denke, toll. Muss man ja auch nicht haben, oder? Und ich muss eines dann noch, möchte ich noch zum Ende sagen, ohne wahnsinnig viel zu spoilern. Der Film hat dahingehend kein wirkliches Ende, sondern er hört einfach auf. Und wir sehen dann noch eine Schlussszene, ein Schlussdebriefing, wo John Goodman mehr oder weniger den Rest der Szene erklärt.
Show Don't Tell. Aber Kevin Smith weiß sicher, wovon ich rede. Und zu einem gewissen Grad könnte man das Ganze als Cop-Out bezeichnen, aber ich muss sagen, wegen dieser Szene, wegen diesem abrupten Ende, wegen dieser Debriefing-Montage, hat der Film von Kritikern und vom Publikum wirklich viel Kritik einstecken müssen. Aber ich bin irgendwie einer der wenigen, der das vielleicht sogar gut gefunden hat. Weil Kevin Smiths Filme bauen für mich immer zu einem gewissen Grad auf dem Unvorhersehbaren, auf dem Überraschungseffekt auf. Und egal, was man bei diesem Schluss-Stand-off zwischen John Goodman und Michael Parks erwartet hätte, man hätte nie erwartet, dass der Film einfach aus ist. Gut, ob das jetzt so wahnsinnig positiv ist, weiß ich nicht, aber zumindest durch diese Debriefing-Szene bekommen wir einen recht guten Einblick dahin, wie es mit John Goodmans Charakter nach der Szene weitergeht. Wir bekommen erklärt, woher diese komischen Geräusche von dieser Trompete oder Sirene oder was auch immer gekommen sind. Und wir wissen, was mit den anderen Leuten weiter passiert. Und um ehrlich zu sein, ich kann Kevin Smith zu einem gewissen Grad verstehen, wieso er das eher erklärt hat, als es zu zeigen. Weil es wären mehr oder weniger so gut wie alle Plotpoints des Films in relativ kurzer Zeit abgeschlossen und abgehandelt. Ob das jetzt vielleicht damit zu tun hatte, dass Kevin Smith einmal kurz auf den Kontoauszug des Films geschaut hat und festgestellt hat, whoopsie, das geht sich nicht mehr ganz so aus. Oder ob das wirklich von Anfang an so geplant war, weiß ich nicht, aber ich finde den Abschluss dahingehend nicht schlecht, weil wirklich nahezu alle offenen Fragen in kürzester Zeit beantwortet wurden. Und wenn man genau das normal aufgelöst hätte, indem dass der Zuschauer wirklich alles gesehen hätte, was es zu sehen gäbe, wäre der Film nach dieser Szene mindestens noch 20 Minuten weitergegangen und meiner Meinung nach hätte ein derart dröges schon fast Ende einem dynamischen und actiongeladenen Streifen wie Red State nicht wirklich gut getan. Weil im Endeffekt fand ich den Streifen absolut interessant, absolut sehenswert und wirklich gut gemacht, was vor allem auf die großartige Performance von Michael Parks, John Goodman und so weiter zurückzuführen ist, weil diese beiden Charaktere gegeneinander antreten zu sehen, bringt wirklich zu einem gewissen Grad Spaß. Kevin Smith inszeniert mit Red State einen Film, der für ihn wirklich wahnsinnig ungewohnt ist. Und zu einem gewissen Grad, vielleicht merkt man das auch an der Handschrift, dass teilweise der Filmschnitt und gewisse Details in der Inszenierung vielleicht nicht perfekt hinhauen, aber trotzdem muss ich sagen, ist Red State meiner Meinung nach ein absolut fantastischer Film. Er beginnt relativ klischeehaft, wie zu Zeiten des Torture-Porns, leider viel zu viele Filme, aber wird dann, wenn es zum Standoff zwischen der Sekte und der ATF kommt, wirklich interessant und er baut gute Charaktere auf mit großartigen Schauspielern und wenn Kevin Smith dann Michael Parks und John Goodman aufeinander loslässt, dann geht's so richtig ab. Und vor allem ist die Action dynamisch und intensiv inszeniert. Es interessiert den Zuschauer einfach, was passiert und der Film hat einige Überraschungen und Asse im Ärmel, die er über die Laufzeit des Films auf den Zuschauer loslässt und die einen teilweise wirklich fragen lassen, wer soll in dem Film jetzt wirklich der Böse sein? Zwar wurde das Ende des Films viel diskutiert. Ich persönlich fand Kevin Smiths Idee, den Film aufzulösen, gar nicht mal schlecht. Und im Endeffekt kann ich Red State nur empfehlen als wirklich interessanten, wirklich sehenswerten, dynamisch inszenierten und sehr, sehr, sehr gut gespielten Horror-Thriller.